Hey Leute, ich bin's Conny und heute machen wir mit dem Shop GUI weiter. Keine Zeit verschwenden, wir gehen erstmal rein hier rechts in das Starter GUI. Hier haben wir noch das GUI vom letzten Mal. Auf das klicken wir erstmal rauf, gehen auf Enabled und machen den Haken rein, damit es uns wieder angezeigt wird. Und was wir jetzt erstmal machen, ist ein Script, dass das GUI sich öffnen und auch schließen lässt. Dafür müssen wir erstmal noch einen neuen Knopf hinzufügen, mit dem man dann das GUI öffnen kann. Und macht, was ihr wollt. Ich drücke jetzt erstmal auf Plus, sagt ein neuer Text-Button hinzufügen. Jetzt haben wir hier diesen Button. Den können wir noch ein bisschen stylen. Das mache ich mal ganz schnell. So, ich habe den Button jetzt gestylt. Wenn ihr wissen wollt, wie man solche Buttons stylt, guckt euch den ersten Part an. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein GUI hier erstellt, das dann auch auf bei verschiedenen Bildschirmgrößen immer noch in der Mitte bleibt, dann schaut euch das letzte Video an. Oben in der Infokarte wird es jetzt hoffentlich angezeigt. Wenn nicht, auf jeden Fall in der Endcard. So, und um dieses GUI irgendwie nützlich machen zu können, werde ich als allererstes hier auf den Frame drücken und dann erstmal ein bisschen runterscrollen und bei Visible den Haken rausnehmen, damit es nicht mehr zu sehen ist. Der Shop ist jetzt sozusagen geschlossen und ich gehe jetzt hier nochmal auf das Screen GUI, klicke auf das Plus und dann schreibe ich Local Script. Es ist wichtig, dass er ein Local Script hinzufügt, weil dieses Script wird nur beim Spieler auf dem Computer des einzelnen Spielers ausgeführt. Das Hello World machen wir weg und jetzt müssen wir erstmal die Umgebung getten. Das heißt, wir haben erstmal das GUI an sich, dafür schreiben wir Local GUI ist gleich Script.Parent. Dann wollen wir noch den Frame vom Shop bekommen hier. Ich paste das einmal ganz schnell rein. So, ich habe das jetzt alles reingepastet. Wir haben den Shop-Frame, das ist dieser Frame hier, das ist das GUI.Frame. Also Find-First-Child-Frame habe ich jetzt überall gemacht. Doppelpunkt Find-First-Child-Frame. Falls der Frame nicht da ist, haben wir ein Problem. Dann kann das Script auch nicht funktionieren. Darum brauchen wir uns jetzt aber erstmal noch nicht kümmern. Dasselbe ist dann noch der Shop-Halter, weil in diesem Frame drin ist ja immer noch dieses Image-Label, welches das Ding hält. Wir könnten das Image-Label auch umbenennen, damit es eindeutiger ist. Ich habe jetzt erstmal so gemacht, wie es heißt. Find First Child Image-Label. Dann den Exit-Button. Das ist dieser Knopf, den wir oben haben. Den haben wir auch Exit-Button genannt. Der ist im Halter drin und heißt Exit-Button. Und den Shop-Button. Das ist der Button, den wir hier jetzt hinzugefügt haben. Der hier. Und das ist GUI Find First Child Shop-Button. Jetzt haben wir die Umgebung gegettet. Ich sage jetzt auch einmal If. Das ist eine wichtige Lektion, was Programmieren angeht. Man muss immer auf jeden Fall vorbereitet sein. Egal, worum es geht, seid vorbereitet. Deswegen sagen wir jetzt, if ShopFrame ist gleich nil. Das bedeutet, falls dieser ShopFrame nicht gefunden werden kann. Das bedeutet, FindFirstChildFrame hat kein Ergebnis geboten. Oder ShopHalter ist gleich nil. Ihr wisst, wie es weitergeht. So, wenn eine dieser Sachen nil ist, ihr könnt das übrigens auch anders schreiben. Ihr könnt statt ist gleich nil, könntet ihr auch schreiben, if not ShopFrame. Das würde genauso funktionieren. Ich habe es jetzt so gemacht. Wir können es einfach so lassen. Denn, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Warn. Wir kriegen einen Warn in die Konsole. Das GUI ist nicht vollständig oder nicht richtig aufgebaut. Dann schreiben wir hier Return End. Komm, diese Abstände lasse ich mal weg. Das ist ja nur so ein kleiner Check. Was wir später dann auch noch brauchen, um das GUI funktionstüchtig zu machen, wir müssen den aktuellen Spieler getten. Das machen wir so. Local Spieler nennen wir ihn mal. Ist gleich Game. Doppelpunkt Get Service Players und dann noch Punkt Local Player. Das funktioniert natürlich nur, weil wir in einem Local Script sind, welches auch nur von einem Spieler ausgeführt wird. Deswegen kann man einfach wissen, welcher Spieler das gerade ausführt. Und wir brauchen noch eine Sache, um den Shop überhaupt funktionstüchtig zu machen, und zwar den Marketplace Service. Und da schreiben wir dann einfach ist gleich Game Doppelpunkt Get Service. Marketplace Service wird schon vorgeschlagen. Ihr könnt Enter drücken und dann ist das hier drin. Jetzt wollen wir eine Funktion schreiben, die den Shop dann auch anzeigt. Dafür schreiben wir erstmal Function. Die Function nennen wir dann Shop anzeigen. Und wir machen es uns einfach. Wir nutzen diese Funktion einerseits, um den Shop anzuzeigen, andererseits aber auch, um den Shop wieder zu schließen. Deswegen sagen wir if ShopFrame, den haben wir ja oben festgelegt, Punkt Visible. Wir erinnern uns, wir haben hier rechts bei diesem Frame ein Attribut Visible ausgemacht. Und wenn Visible ist gleich false, then. Also wenn der Shop nicht zu sehen ist, schreiben wir jetzt einfach wieder shopframe.visible ist gleich true. Jetzt gehen wir nochmal hier runter, schreiben else. Also andernfalls, wenn er schon zu sehen ist, dann schreiben wir einfach nochmal genau dasselbe ist gleich false. Was wir hier jetzt in dieser Funktion machen könnten, um das Ganze fancy zu schreiben, ich kommentiere es hier einfach mal rein. Wir könnten hier noch irgendwelche Sounds abspielen, Komma, Animationen durchführen lassen, etc. Was auch immer ihr machen wollt, um den Shop zu öffnen. Wir machen jetzt einfach nur, wenn man klickt, wird der Shop angezeigt oder ausgemacht. Fertig. Aber wenn ihr einen richtig hübschen Shop haben wollt, dann kommen hier und hier einfach noch Animationen rein. So. Und damit das Öffnen und Schließen dann auch funktionieren kann, gehen wir nochmal hier nach ganz unten und sagen dann einmal ShopButton.Activated Doppelpunkt Connect Shop anzeigen und auch ShopExitButton.Activated Doppelpunkt Shop anzeigen. Das heißt, wenn man entweder auf den Shop-Button klickt oder wenn man auf den Aus-Button klickt, wird diese Funktion hier ausgeführt und die sorgt ja dafür, dass der Shop entweder angezeigt wird oder nicht angezeigt wird. Wir gehen jetzt einfach mal testweise hier in das Spiel rein. Hier haben wir das Spiel. Wunderschön. Wir haben hier unten links den Shop-Button. Ich klicke rauf.
Und der Shop wird angezeigt, ich klicke nochmal rauf, er wird ausgemacht. Ich kann hier rauf spammen, wie ich will, es funktioniert einfach. Und wenn ich hier oben auf den Exit-Button klicke, geht er auch zu. So, jetzt wollen wir aber auch, dass der Shop richtig angezeigt wird. Wir haben ja beim letzten Mal die Bilder nicht richtig eingefügt und so weiter. Wir haben einfach nur diese Buttons hier gemacht mit dem Namen von der ID. Also fügen wir jetzt eine Funktion hin, zu, um die einzelnen Buttons hier drin alle zu setupen, dass sie das richtige Bild bekommen, den richtigen Preis bekommen und den richtigen Text bekommen. So, die Funktion schreibe ich hier erstmal hin. Ich nenne sie Setup und sie nimmt den Button mit rein. Jetzt müssen wir Variablen getten. Erste Variable, die wir getten, ist, wir suchen uns jetzt erstmal die Texte raus. In den Buttons hier sind ja zwei Texte drin, einmal Name und einmal Preis. Die werden wir jetzt erstmal raussuchen. Name ist gleich Button Find First Child. Übrigens, wenn ihr das hier mitschreibt, ist es wichtig, dass diese großen Buchstaben auch große Buchstaben sind, weil sonst funktioniert das nicht. Und dann einfach Name. Dasselbe machen wir dann auch noch einmal mit dem Preis. So, und jetzt sagen wir, if Name ist gleich Nil or Preis ist gleich Nil, then. Jetzt können wir eine Notfallfunktion ausführen. Was wollen wir machen, wenn der Name und der Preis nicht da sind? Heißt, wenn der eine Button nicht funktioniert, wir gehen jetzt mal davon aus, wir setupen das, den ganzen Shop und alles funktioniert einwandfrei, aber dieser eine Button, da stimmt was nicht mit. Wir wollen einfach gar nicht, dass der Button irgendeinen Schaden anrichtet, deswegen sage ich jetzt einfach mal Button Doppelpunkt Destroy. Ihr könnt da auch eine ganz andere Notfallfunktion auswählen. Ihr könnt zum Beispiel automatisch dann nochmal schnell einen Text hinzufügen. Könnt ihr alles machen. Ihr könnt das alles automatisieren. Schreibe ich auch einfach mal so hier Notfallfunktion, wie ihr wisst. Dann hauen wir noch einen Warn raus. Fehler, Buttonstruktur ist nicht korrekt. Button wird gelöscht. Lol. Button Destroy. Und wichtig, Return. Die Funktion wird jetzt abgebrochen. Wir machen nicht weiter mit diesem Knopf, weil sonst haut uns das ja Fehler in die Konsole rein. Wenn die Knöpfe dann doch da sind, dann sagen wir aber Name.Text ist gleich. Was ist Name.Text? Richtig, lädt. Warum lädt? Weil es muss ja noch laden. Wir wollen ja den richtigen Namen vom Game Pass aus Roblox rausziehen. Und deswegen schreiben wir hier erstmal lädt rein als Platzhalter, bis der Text dann auch wirklich da ist. Das Ganze dann auch noch mit dem Preis. Und jetzt gehen wir runter und holen uns erstmal die Sachen, die wir brauchen. Als allererstes nehmen wir die ID von dem Game Pass. Und die ID ist, wie ihr wisst, ja der Name von dem Button an sich. Also sagen wir, ist gleich to number. Eine Game Pass ID muss immer eine Nummer sein, deswegen wandeln wir sie in eine Nummer um. Button.name. So, wir haben jetzt die Nummer und jetzt sagen wir local products info. Ihr könnt die Variable natürlich wieder nennen, wie ihr wollt. Ist gleich MPS, der Marketplace Service, den wir uns hier oben geholt haben. Doppelpunkt get product info. Deswegen nenne ich es auch Produkt Info, weil Roblox das auch so nennt. Geben wir die ID mit rein und wir müssen Roblox auch sagen, was das jetzt ist. Ist das jetzt ein Game Pass? Ist das ein Developer Product? Ist das ein Shirt? Wir sagen, Enum ist das benutzt Roblox einfach, um festzulegen, was für ein Typ von irgendwas es ist, falls ihr das versteht. Ich kann es nicht anders einfach formulieren, mir fällt gerade nichts ein. Enum Info-Teil und dann Punkt Game Pass. Es handelt sich um einen Game Pass. So. Wir kriegen jetzt erstmal die Produktinfo von dem Game Pass zurück. Und falls wir sie nicht zurückbekommen, machen wir jetzt wieder eine Notfallfunktion. Das ist immer wichtig im Programmieren. Notfallfunktion für jeden Fall. So, if Produktinfo ist gleich nil, then, dann haben wir wieder eine Notfallfunktion rein. Notfallfunktion, wir warten 10 Sekunden, sagen dann, am besten wir geben erst einen Fehler in die Konsole raus. So, ein Warn in die Konsole raus, Fehler beim Laden der Produktinfo. Dann wird noch die ID gesagt. Dann warten wir 10 Sekunden und versuchen es einfach nochmal. Was wir jetzt machen könnten, ist vielleicht noch so einen Fehlerzähler hinzufügen. Sagen wir, wir könnten hier oben in die Funktion sowas reinhauen wie Fehlerzähler. Man darf keine S benutzen. Schreibe ich Fehlerzähler einfach mal so. Ist halt ein bisschen umständlicher, das so zu machen. Aber wir können es trotzdem machen. If Fehlerzähler gleich 0, then Fehlerzähler gleich 0. End. So, Fehlerzähler wird jetzt auf 0 gesetzt, wenn er 0 ist. Wir sagen jetzt Fehlerzähler. Wichtig. Plus ist gleich 1. Der Fehlerzähler wird um 1 erhöht. Und wir sagen dann Setup-Button, Fehlerzähler. Wird halt nochmal gemacht. Und wir hauen dann meinetwegen hier noch eine Notfall-Notfall-Funktion rein. If Fehlerzähler ist größer als 5. Then, und dann wird diese Funktion ausgeführt. Also, wenn wir es jetzt schon 5-mal versucht haben oder öfter versucht haben, wie auch immer das funktionieren soll, dann sagen wir einfach Button, Doppelpunkt, Destroy, Return. Wichtig hier auch der Return, weil alles, was hier drunter passiert, wird ja in Setup nochmal neu gemacht und wir brauchen es nicht doppelt machen. Und hier könnten wir dann wieder einen Warn reinhauen. Sowas wie, es funktioniert einfach nicht. Pech gehabt. ID, Doppelpunkt, weil wir die ID schon drin haben. Diese ganze Funktion kann man sich in seinem Code sparen. Der Code würde trotzdem funktionieren, aber beim Programmieren ist es immer wichtig, für jeden Fall irgendeine Notfallfunktion zu haben, die dann ausgeführt wird. Und so macht man sein Spiel fehlerfrei. Und wir haben hier noch lange nicht alles gecovert. Wir machen jetzt aber erstmal weiter. Wir sagen jetzt erstmal local im Besitz ist gleich MPS, wieder der Marketplace Service, Doppelpunkt User owns Game Pass Async. Und dann müssen wir den Spieler mit reingeben.
Den Spieler haben wir ja oben schon gegettet. Punkt User ID. Wichtig, das I groß, das D klein. Und dann packen wir noch die Game Pass ID rein. Die haben wir ja schon oben gegettet. Was wir hier machen, wir checken jetzt, hat der Spieler diesen Game Pass schon? Weil wenn er den Game Pass schon hat, dann brauchen wir ihm gar nicht erst die Möglichkeit geben, ihn nochmal zu kaufen. Das bringt ja nichts. Er hat ihn ja schon. Machen wir gleich. Jetzt holen wir uns erstmal die anderen Informationen. Local Produktname ist gleich Product Info, die wir uns oben gegettet haben. Punkt Name. Dasselbe machen wir jetzt auch nochmal mit dem Preis. Local Product Price ist gleich Productinfo.Price und Robux. Und jetzt natürlich wieder alle möglichen Funktionen für alle möglichen Fälle. If Productinfo.isForSale ist gleich False, also wenn das Produkt gar nicht zum Verkauf steht, dann schreiben wir einfach Produktpreis ist gleich ausverkauft. So, wenn es nicht ausverkauft ist, else, dann sagen wir Produktpreis ist gleich toString. Wir machen es zu einem String, weil vielleicht ist es ja eine Zahl. Den Produktpreis. Punkt, Punkt und dann Leerzeichen R Dollar. Einfach nur, dass der Preis mit Robux dahinter angezeigt wird. Und jetzt haben wir dafür gesorgt, dass Produktname halt der Produktname ist vom Game Pass. Wir gehen mal auf die Webseite, hier haben wir den Game Pass erstellt und der Produktname ist hier, Double Money. Und der Preis, hier steht kein Preis, der steht in Besitz. Es ist ja momentan gar nicht zum Verkauf gestellt, aber wenn es zum Verkauf gestellt wäre, würde man den Preis getten und dann Robux dahinter schreiben. Und ihr seht, ich habe das Item in Besitz, weil ich den Game Pass erstellt habe, gehört er mir schon. Und deswegen wird er mir dann auch sagen, im Besitz, weil ich habe ja oben im Besitz gegettet. Das werden wir jetzt auch gleich noch machen. Als allernächstes holen wir uns jetzt noch Local. Und das ist ja das Interessante. Das Produktbild. Wir haben hier ja extra ein Bild hochgeladen auf Roblox für den Game Pass. Und dieses Bild, das wollen wir auch im GUI einblenden. Deswegen sagen wir Produktbild ist gleich ProductInfo.IconImageAssetID. Und es gibt ja Game Pässe, die keine Vorschaubilder haben. Deswegen müssen wir auch für diesen Fall vorbereitet sein und schreiben wieder eine If-Else-Funktion. Wenn das Produktbild gleich nil ist, also wenn es nicht existiert, dann nehmen wir einfach irgendein Platzhalterbild. Ich habe jetzt einfach dieses Bild genommen, das wir sowieso schon als Platzhalter benutzen. Und wenn das Bild existiert, dann müssen wir es noch umändern. Dann sagen wir Produktbild ist gleich. Und dann hier Roblox Asset ID, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich und dann ToString und dann erst die Produktbild ID. Weil anders kann man dieses Bild nicht ins GUI reinbringen. Man muss es in so einen String mit diesem Syntax umwandeln. Und jetzt fügen wir die ganzen Werte erstmal ein. Das heißt einfach Name.Text ist gleich Produktname. Und jetzt sagen wir, wenn es im Besitz ist, dann schreiben wir einfach in Besitz. Wenn es nicht im Besitz ist, dann schreiben wir den Preis rein, den wir gegettet haben. Also if im Besitz ist gleich true, dann Preis.Text ist gleich im Besitz und der Button.Active wird auf false gesetzt. Dann können wir den Button nicht mehr klicken, weil warum sollten wir einen Game Pass kaufen, den wir schon haben? Und else Preis.Text ist gleich Produktpreis, den wir hier schon oben festgelegt haben. Da steht dann entweder ausverkauft, wenn es nicht im Angebot ist, oder es steht halt wirklich der Preis, Leerzeichen Robux. Danach setzen wir einfach noch das Image. Dafür schreiben wir einfach Button.Image ist gleich Produktbild. Und das wär's dann. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, damit wir auch den Game Pass kaufen können, ist eine Kaufen-Funktion zu schreiben. Wir könnten es natürlich alles hier drin machen. Ich mache es aber in einer gesonderten Funktion. Einfach nur, weil man zu einer Kaufen-Funktion gerne später nochmal ein paar Sachen hinzufügen möchte. Wir schreiben jetzt einfach eine Function. Ich nenne sie Kaufen. Da packen wir die ID rein. Dann sagen wir Marketplace, Doppelpunkt Prompt, Game Pass Purchase, Spieler und ID. Das heißt, man fügt in diese Funktion die ID rein und dann wird auch der Game Pass mit dieser ID bei dem Spieler als Prompt angezeigt, dass er den kaufen soll. Und damit das getriggert wird, sagen wir hier unten nochmal in der Setup-Funktion Button.Activated, Doppelpunkt Connect, Function, Klammer auf, Klammer zu, Kaufen, ID und End. Dann wird diese Funktion gecallt und wir könnten ja theoretisch noch andere Sachen reinschreiben. Das wird dann später wichtig. Wichtig, wir haben jetzt schon fast alles aufgesetzt. Das Einzige, was noch fehlt, diese ganze Funktion hier, die wird gar nicht gecallt. Wir müssen die ja noch für jeden einzelnen Button einmal callen, dass jeder Button auch einmal aufgesetzt wird. Und das machen wir mit einer Vorschleife. Also vor, machen wir mal ein paar Leerzeichen hier. Unterstrich, Komma schreibe ich immer gerne. Ihr könnt auch eine andere Variable reinnehmen. Aber wenn ich die Variable nicht nutze von der ID, schreibe ich da einfach einen Unterstrich rein. Und dann Button, Punkt, da bin ich dumm, Button in Pairs Shophalter. Wir erinnern uns, wir haben oben den Shophalter einmal gegettet. Doppelpunkt get children. Wir holen vom Shophalter alle Kinder, alles was in dem Shophalter, das ist der Shophalter und das hier sind alle Kinder in dem Shophalter drin. Wir nehmen jedes dieser Kinder, wir nennen es Button und für jedes dieser Kinder do das, was hier drin steht. Und was schreiben wir hier rein? Wir schreiben hier rein if Button Doppelpunkt is a Klammer auf Image Button, also wenn es ein Image Button ist und Button.name, jetzt so ein geschwungenes Ding, ist gleich Anführungsstriche oben Exit-Button, wenn. Wir machen jetzt erstmal nur weiter, wenn es sich überhaupt um einen Image-Button handelt, das heißt dieses UI-Aspect-Ratio und was wir sonst noch alles hier vielleicht reinpacken, wird nicht berücksichtigt. Und wenn der Button Exit-Button heißt,
dann gucken wir ihn auch nicht an. Und ich habe und geschrieben statt and, weil ich Deutsch bin. Richtig, ihr müsst da and schreiben. Das heißt, jetzt werden diese ganzen Buttons hier berücksichtigt. Dieser Button nicht, weil er heißt Exit-Button. Und das hier wird nicht berücksichtigt, weil es gar kein Image-Button ist. Und dann sagen wir jetzt coroutine.wrap. Das ist so eine meiner Lieblingssachen. Man kann es natürlich anders machen, aber ich liebe coroutine.wrap zu schreiben. Dann function, Klammer auf, Klammer zu. Und dann sagen wir einfach setup, in Klammern. Warum mache ich coroutine.wrap? Coroutine.wrap sorgt dafür, dass die Funktion in einem neuen Thread ausgeführt wird. Das bedeutet, diese Vorschleife hier wartet jetzt nicht darauf, dass die Setup-Function fertig wird. Weil die Setup-Function, die braucht eine Weile, bis sie fertig wird. Die schickt Anfragen an die Roblox-Server. Die fragt den Roblox-Server, yo, besitzt er denn überhaupt diesen Game Pass? Deswegen steht hier auch Async, weil es asynchron abläuft. Dann werden noch die Produktinfos geholt. Wo haben wir die Produktinfos? Hier werden auch vom Marketplace-Service geholt. Wenn das nicht funktioniert, dann wird 10 Sekunden gewartet und das Ganze wird nochmal ausgeführt und nochmal ausgeführt und nochmal ausgeführt. Das kann theoretisch richtig lange dauern, vor allem wenn die Roblox-Server gerade langsam sind. Und deswegen packen wir das in ein coroutine.wrap, dass das nicht für jeden Button nacheinander gemacht wird, sondern für alle Button gleichzeitig gemacht wird. Also fast gleichzeitig. Und dann Setup-Button. Damit die Funktion auch noch ausgeführt wird, gehen wir hier hinter und schreiben Klammer auf, Klammer zu. Das sagt dann Roblox, was auch immer hier drin steht, soll sofort ausgeführt werden. Im anderen Fall könntet ihr theoretisch woanders jetzt noch sagen, ausführen. Wir machen das direkt hier. Und das wär's dann auch schon. Wir können jetzt einfach mal auf Play drücken, gehen ins Spiel rein und wir haben ein Problem. Wir haben einen Fehler in der Konsole. Das passiert immer, wenn man was programmiert. Wir klicken einfach mal auf den Fehler rauf. Können wir nicht finden, weil es Client ist. Es ist Zeile 114. Und ich habe mich verschrieben bei GetChildren. Es heißt natürlich GetChildren und nicht GetChildren. Wichtig, dass ihr immer alles richtig schreibt. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich drücke jetzt nochmal auf Play. Der Schreibfehler ist weg und wir haben den nächsten Fehler. Der Fehler kam dann hier oben auf und ja, hier habe ich find first child geschrieben. Findige Leute haben das bestimmt auch schon bemerkt und in die Kommentare geschrieben. Wir nehmen das zweite find weg. Jetzt sind alle Fehler hoffentlich beseitigt, weil eigentlich müsste jetzt hier kein Fehler mehr drin sein. Gut, wir haben keinen Error mehr in der Konsole. So ist das beim Programmieren. Man verschreibt sich irgendwo, muss es dann nochmal korrigieren. So, jetzt haben wir hier immer noch unser Spiel. Hier unten ist der Shop-Button. Wenn ich ihn anklicke, kommt der Shop und hier steht dann auch im Besitz cooles Schwert, im Besitz Admin, im Besitz noch ein Schwert, im Besitz Double Money. Ich kann die Dinger zwar anklicken, aber es passiert nichts. Die Buttons sind nicht mehr aktiv. Ich kann hier oben aufs X klicken, um den Shop zu schließen, weil die ja im Besitz sind. Was ich jetzt machen könnte, einfach nur um zu testen, ob es grundsätzlich funktioniert. Wir können einmal in die Setup-Function gehen, dann bei im Besitz. Kommentiere ich einfach mal das hier aus und schreibe dann einfach ist gleich false. Das bedeutet, im Besitz ist immer falsch. Geh dann nochmal rein. Jetzt kann es nicht im Besitz sein, auch wenn man es im Besitz hat. Wir klicken auf Shop und jetzt steht hier nicht mehr im Besitz, aber hier steht überall ausverkauft. Warum steht er ausverkauft? Weil es nicht im Angebot ist. Wenn ich es anklicke, kommt hier trotzdem, you already own this item, your account has not been charged. Roblox weiß, dass ich es schon im Besitz habe, aber wir sehen, wenn es ausverkauft ist, kann man es trotzdem anklicken. Vielleicht sollten wir für diesen Fall auch noch ein If-Statement reinhauen. Das heißt, hier, wenn Product Price ausverkauft ist, sagen wir jetzt einfach mal, button.active ist gleich false. So wie wir es hier gemacht haben, button.active ist gleich false, ist es da jetzt auch false, dass man gar nicht erst draufdrücken kann, wenn es ausverkauft ist. Wir haben tatsächlich jetzt noch keine Funktion gemacht, die checkt, ob der Produktpreis überhaupt gegettet werden konnte, aber eigentlich sollte er gegettet werden. Das ist die Sache, man hat nicht, wir haben nicht für jeden Fall vorgesorgt, aber man für die meisten. Also wird es auch erstmal reichen, wir können hier nochmal reingehen, gehen auf Shop und jetzt sind diese Knöpfe auch nicht mehr klickbar. Da passiert nichts, wenn ich raufklicke. Was ich jetzt natürlich machen kann, um das Spiel richtig zu testen, ich kann hier auf diese Seite gehen, auf unsere Game Pässe oben auf Konfigurieren, dann auf Angebot klicken, Item ins Angebot setzen und dann sagen wir, Double Dings kostet meinetwegen 20 Robux. Ist ja nur ein Tutorial-Game. Zurück zu den Infos. Gehen wir hier wieder raus. Drücken jetzt nochmal auf Play. So, wir öffnen den Shop und wir sehen, Double Money kostet 20 Robux, steht hier. Wenn ich es anklicke, sagt er trotzdem, dass ich das Ding schon besitze. Deswegen wird daraus nichts. Aber wir sehen, es kostet 20 Robux. Wir nehmen jetzt nochmal hier die Stelle, die ich auskommentiert habe, wieder weg. Machen den Kommentar wieder weg. Und das Ding ist praktisch in Benutzung. Ich gehe jetzt aber wieder hier auf Konfigurieren, auf Angebot und stelle das Ding wieder aus dem Angebot raus. Warum? Weil wir jetzt noch nicht die Funktion geschrieben haben, die uns dann erlaubt, auch wirklich diese Game Pässe anzuwenden. Wir haben bisher nur den Shop so programmiert, dass der Shop einem die Game Pässe anzeigt und dass man sie kaufen kann. Aber wenn man sie kauft, dann passiert immer noch nichts. Und da, was man dann machen muss, damit irgendwas passiert, das kann ich euch auch noch zeigen. Ach komm, ich kann euch für alle, die nicht warten wollen auf den nächsten Part, gehe ich jetzt mal hier nach ganz unten und schreibe mal kurz eine Funktion da rein. So, ich habe jetzt eine kleine Funktion geschrieben. Wenn der Game Pass Kauf abgeschlossen ist, dann sagt der Spielername Game Pass ID gekauft.
Das sind so Werte, die er dann zurückgibt. Wir sagen Prompt Game Pass Purchase Finish Doppelpunkt Connect. Dann wird diese Funktion ausgeführt. Und wir sagen dann, wenn es gekauft wurde, dann wird bei dem Knopf erstmal schon mal der Text auf in Besitz gestellt und der Active wird auf False gestellt. Und Leute, die so ein bisschen Ahnung vom Programmieren haben, die verstehen dann jetzt auch schon, dass sie genau diese Funktion hier dann brauchen, um den Leuten ihren Game Pass zu granten, weil sie haben die Game Pass ID, sie kriegen die Information, ob es gekauft wurde und den Spielernamen und können den Leuten dann praktisch ihr Ding geben. Wenn ihr es selber machen wollt, könnt ihr es jetzt selber machen. Wenn ihr nicht wisst, wie es selber geht, dann wartet bitte auf den nächsten Teil, da wird die kommenden Wochen dann irgendwann online gestellt werden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!